Kinder- und Jugendmediziner fürchten massive Gesundheitsgefahren für Jugendliche durch die geplante Legalisierung von Cannabis. In einer gemeinsamen Stellungnahme von 6 Verbänden ist die Rede von einer Gefährdung der psychischen Gesundheit und der Entwicklungschancen junger Menschen. Der Forschungsstand zeige, dass eine Legalisierung bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu erhöhtem Konsum und Gesundheitsschäden führe. Zudem trage die Legalisierung zu einer verminderten Risikowahrnehmung gegenüber den Gefahren des Konsums bei. Die Bundesregierung will Cannabis ja noch in diesem Jahr teilweise legalisieren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.